Verehrtes Publikum, jetzt kein Verdruss. Wir wissen wohl, das ist kein rechter Schluss. Wir stehen selbst enttäuscht und sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Alle Fragen offen? Keine Lösung des Konflikts? So endet doch kein Theaterstück. Und wieso spricht hier überhaupt jemand zu uns? Die Zuschauer sind verwirrt. Mit Der gute Mensch von Sichuan wird Ihnen auf der Bühne keine schöne Illusion eines unausweichlichen Schicksals mehr gezeigt, sondern eine Handlung in ihrer Wirklichkeit. Die befremdlichen Figuren in diesem Stück könnten jedoch durchaus anders agieren, als sie es tun. Das epische Theaterstück verzichtet bewusst auf Elemente der klassischen Dramentheorie. Es zeigt dem Zuschauer, dass es in der bestehenden Gesellschaft schwierig ist, Gutes zu tun und doch zu leben. Somit stellt Der gute Mensch von Sichuan ein formelles und thematisches Musterbeispiel für das epische Theater Bertolt Brechts dar, das auch analytisches oder didaktisches. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com